So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Livestream auf Twitch. So, ich level heute noch mal ein bisschen Cherry Mint, denn die kleine Maus ist Level 13 und ist jetzt eigentlich ja noch dran mit dem Ausleveln. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, sie jetzt zu leveln. So, ich muss mal noch gerade gucken. So. Jo, also, auf geht's, hätte ich gesagt. Ihr könnt natürlich gerne wieder mitleveln. Ich habe heute wieder keine Musik im Hintergrund, da ich auch noch Spinnen einsammeln möchte, wenn wir welche hören. Und ich glaube, die hören wir ohne die Musik ein bisschen besser, beziehungsweise nur mit der Ingame-Musik. Hallöchen an Diana und an Florencia. Schön, dass ihr schon dabei seid. Ich mache heute den Anfang nochmal in Moorland. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und wenn ihr auch auf Server 1 Winterstar seid, dann könnt ihr natürlich gerne mitmachen. Das Ganze werde ich auch wieder noch auf YouTube re-uploaden. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade seht, wundert euch nicht, wieso, weshalb, warum ich mit Leuten rede aus einem Chat, den ihr gar nicht seht. Also, ihr jetzt hier auf Twitch schon. Hi Fussel. Hi Dalka. Hi Emily, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, ich werde jetzt so ein Stündchen streamen. Ich werde auch später noch eine Runde Sims 4 Stranger Will streamen. Das muss ich aber noch mit Fabi abklären, wann ich das zeitlich mache. Wir wechseln uns da so ein bisschen ab und geben uns die Klinke in die Hand. Ach, guck, Diana ist schon da. Die ist schon da mit dem dunkelbraunen Jorvik'schen warmen Blut. Das sieht sehr schön aus, das Druiden-Outfit auf dem. Gefällt mir. Hi Linali, schön, dass du da bist. Ach ja, genau, dir wollte ich auch noch Bescheid sagen wegen Sims. Also das kommt nachher. Ich weiß nur noch nicht, um wie viel Uhr. Ich sag dir dann auf jeden Fall auch noch mal Bescheid. Hi Conny, mir geht's gut, Fussel. Ich hoffe dir auch. Das ist Server 1 Winterstar, auf dem ich unterwegs bin. Hi Leonie und hi Liax. Wow. Ja, wir parken einfach mal auf dem Stein. Hi Jojo. Hi Faultier, hi Goldrose. Hi Dorothea, hi Wölfin. Hi Chrissy, hi Leni. Hi Julia. Hi Mieke Maus, hi Alina. Ich weiß nicht, wer von euch das gestern in meiner Instagram-Story gesehen hat mit meinem Auto. Also ich habe jetzt heute die Info bekommen. Wie reite ich denn hier? Ich habe jetzt heute die Info bekommen. Dienstag kann ich das Auto wieder abholen. Es ist zum Glück nichts ganz so Schlimmes und super Teures. Es ist zwar natürlich trotzdem ärgerlich, aber es hätte deutlich schlimmer sein können. Und deswegen habe ich heute erstmal aufatmen können. Ich konnte jetzt heute nicht zum Sport, aber mein Papa liefert mich morgen mal im Fitnessstudio ab. Dann kann ich da wenigstens was machen. Nein. Mein zweiter Account spiele ich nur auf Kadi Gaming. Hi, Anni. Hi Iris, hi Vanessa, hi Lissy, hi Kim, hi Star Stable Online, hi Korasaki, hi Leila, so. Ja, mein Pferd hat jede Menge getrunken, aber nur Wasser. Dachte ich zumindest. Hi Simi Mai, mir geht's soweit gut. Wo ich die Schweifschleife hier habe. Das ist ein Set, das ist eine Schleife für den Kopf und für den Schweif. Und die bekommt man, wenn man bei Jamie Olivenbaum in New Hillcrest alle Quests gemacht hat. Wenn man da alles hat, den höchsten Ruf hat, dann bekommt man die da geschenkt. So. Yay, Dorothea! Ja, im Wasser muss irgendwas ganz Komisches drin gewesen sein. Hä? Wie? Wa wa was meinst du mit Glückwunsch, Karina? Ich bin verwirrt. Ach so,
ach, das Paket oder wie oder was oder warum? Ich blicke immer noch nicht so ganz durch. Überleg es dir gut, Dalka, denn dann bist du auf der dunklen Seite der Macht. Aber wir haben Kekse. Oh, dann schon mal viel Spaß in Epona. Epona ist ein sehr, sehr cooles Gebiet, finde ich. Ich mag auch die Musik total gerne da. Was reite ich mir heute nur wieder zusammen? Wenn der Stream bei euch leckt, dann schaut mal, ob ihr die drei kleinen Pünktchen seht. Dann könnt ihr da nämlich die Qualität ein bisschen runterstellen. Ich hoffe, Transcoding gibt es gerade. Ich weiß aber nicht, ob das gerade an ist. Linali hat ihre Pferde nicht verpflegt. Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Transcoding ist an. Alles klar. Supi. Ich habe hier tatsächlich noch keine Spinne gehört. Das ist strange. Ich muss tatsächlich mal mehr Twitch-Streams gucken. Eigentlich mag ich das ganz gerne, nebenher Leuten zuzuhören, wenn ich irgendwie eine Quest mache. Wenn ich irgendwie arbeite. Das heißt, wenn ich aufräume oder... obwohl, wenn ich aufräume, habe ich meistens Musik an. Dann kann man so ein bisschen durch die Wohnung dancen dabei. Aber wenn ich so Thumbnails bearbeite oder so, dann habe ich immer ganz gerne irgendwen nebenher reden. Wer als nächstes drankommt zum Leveln, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich glaube, dass Marble Cake als nächstes kommt. Mein erstes Jorvikisches Urpferd, aber ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Vielleicht kann ich ja mal meine komplette Pferdeliste... Hier ist irgendwo eine. Vielleicht kann ich ja mal meine komplette Pferdeliste als... Excel-Datei in dem Online-Excel reinstellen oder so. Jetzt höre ich hier wieder was. Ach, die ist da drin. Ah. Ich habe jetzt auch nochmal angefangen, mir die ganze Liste anzugucken. Ach. Also die Viecher, die sind aber schon fett, ne? Das sind schon dicke Spinnen. Also im echten Leben hätte ich da ein dickes Problem mit. Ein dickes Problem mit einer dicken Spinne. Ich habe wieder angefangen mit seiner ersten Minecraft-Playlist. Okay, in der Mine ist auch eine, dann sammeln wir die beim nächsten Mal einfach ein. Wie viele Pferde habe ich und wie viele sind ausgelevelt? Das kann ich dir gerade tatsächlich beides nicht beantworten, weil ich muss meine Liste noch mal ein bisschen weiterführen. Ich habe seitdem noch ein paar gekauft, nicht viele, aber ein paar. Ich muss noch mal schauen, also es sind auf jeden Fall über 100. Ich glaube, es sollten so 105, 106 sein. Genau, Loots habe ich aus, leider. Leider, weil ich die Einstellung noch nicht habe. Ich muss mich da mal mit Fabi zusammen hinsetzen. Da kommt immer nur so ein mini kleiner Balken. Und das kann man nicht wirklich lesen, was da drin steht. Und dann gibt es hinterher Haue von Loots. Natürlich, klar, weil man die Werbung dann ja nicht sieht, über die sich diese Loots finanzieren. Und ich weiß nicht, warum, ich musste alles neu machen. Und ich muss jetzt demnächst wieder alles neu machen. Ich hatte ursprünglich geplant, jetzt am Wochenende Windows neu aufzusetzen. Weil sich ja bei mir durch die Bluescreens alles zerschossen hatte. Und... ja, jetzt muss ich das alles neu machen und ich überlege, ob ich davor wirklich schon alles einstelle oder ob ich dann noch abwarte, bis Windows wirklich neu ist. Ich höre hier auch eine Spinne. Die ist doch bestimmt in so einer Kanone drin. Ja, ja, guck mal hier, klar. Natürlich, ob ich Fortune, meinst du Fortune Girl? Nee, Fortune Girl ist noch nicht ausgelevelt. Die muss ich noch ausleveln. Die muss ich noch. Ja gut, ich habe ja auch schon relativ lang nicht mehr gestreamt tatsächlich. Also jetzt ein paar Streams auf Twitch wieder. Aber ansonsten schon lange nicht mehr.
Pupst dir ins Gesicht. Was zur Hölle hast du für einen Nickname? Aber hallo. Ja, unheimlich mieses Wetter. Es fing gestern an, als ich aus dem Fitnessstudio kam, da hat es sich auf einmal mega zugezogen und es wurde total stürmisch. Und hat sich richtig, ja, es kamen richtig dunkle Wolken. Ich hatte dann noch Schiss, dass wir dann auch noch klatschnass werden, wenn wir das Auto schon schieben müssen, weil wir mussten es ja ein Stück weit schieben. Da war auch irgendwo noch eine Spinne. Soweit, dass mein Papa, dass wir das Abschleppseil befestigen konnten. Aber es ist zum Glück da wenigstens trocken geblieben. Aber seit gestern Abend hat es dann auf einmal mega angefangen zu regnen. Also super unangenehm. Ja, genau, Gracie. Lock dich ein und sammel mit Spinnen ein. Ich habe tatsächlich noch gar keine weiteren Spinnen gesammelt seit den letzten Streams, die ich noch mit Sienna Girl gemacht hatte. Aber ich glaube, die sind jetzt mittlerweile auch schon alle hochgeladen, ne? Jana hat 37 Spinnen. Es sind auch schon einige, die alle Spinnen gefunden haben. Aber ich bitte euch weiterhin, noch nicht zu spoilern, was man am Ende bekommt. Das möchte ich gerne selber rausfinden. Oh nein, jetzt fangt ihr nicht auch noch an mit dem Mager. Ja, meine Arme sind dünn, aber ich ernähre mich gut. Ich esse viel und ich esse ausgewogen und gesund. Oh, hier ist es auch in der Werkstatt. Was hat denn euer Auto, Carina? SSO habe ich nicht mehr vor, auf YouTube zu streamen. Nein, eher nicht mehr. Das ist auf Winterstar. Yay, Sommertochter macht auch mit. So, ihr könnt jetzt mal bestimmen, wo wir als nächstes weiterreiten. Server 1, Winterstar. Hi, Schiffi. Wie ich die Clydesdales finde, sie sind gar nicht mein Fall. Ich habe mir eins gekauft, das ist Level 1 oder 2. Und dann hatte ich schon das Gefühl, okay, ich reite es absolut nicht gerne. Und seitdem bin ich es auch wieder, bin ich es nicht mehr geritten. Okay, wir haben eine Stimme für Veildale und eine für Firgrove. Und da ist noch eine für Veildale. Ach, wir sind noch nicht aus Zucker, Julia. Okay, wir haben zwei für Veildale, zwei für Firgrove. Sehr gut. Also ich muss sagen, sie sehen süß aus, aber ich vom Reitgefühl her passen mir die Clydesdales gar nicht. Deswegen wird auch gar kein weiteres einziehen tatsächlich. Okay, wir haben eine mehr für Firgrove. Dann können wir ja erst nach Firgrove gehen, dann gehen wir danach nach Veildale. Dann sind alle zufriedengestellt. Sind alle glücklich. Ob ich mir einen Welch auf Tiffany hole? Ja, das kann gut sein. Ein Loch im Schlauch. Ah, okay. Ja, bei mir ist der Kupplungszug ist gerissen. Das kann sehr schnell ausgetauscht werden, aber das Teil kommt leider erst am Dienstag. Dann kann ich ihn am Dienstag auch schon wieder abholen. Nee, also ich bin auch nicht wirklich mager. Ich bin absolut nicht mager. Meine Arme sind knochig, aber das waren sie schon immer. Meine Arme waren erst dann normal, als ich Übergewicht hatte, leichtes. Das war schon immer so, aber ne, Muskelaufbau wird das schon regeln. Ich bin nur mittlerweile so genervt, weil die Leute da mehr die ganze Zeit meinen, sie müssen mich belehren und ernähr dich mal gesund und hör auf, so wenig zu essen und isst dies und isst das und isst jenes. Und ich sage, habt ihr eine Kamera bei mir installiert? Ihr wisst doch überhaupt nicht, was ich esse. Deswegen habe ich da gerade so drauf reagiert, weil mir die Leute da echt auf den Sack gegangen sind, auf gut Deutsch gesagt. Stimmt, ich muss heute auch noch mein Sportvideo schneiden. Das wollte ich auch morgen bringen noch. Ah, ich habe zu viel zu tun. Ja, ich habe vor, regelmäßig auf Twitch zu streamen. Das wird zwischenzeitlich auch mal wieder weniger werden, wenn wir die anderen Räume noch angehen bei der Renovierung. Aber ja,
Clydesdales oder Shire Horse? Definitiv das Shire Horse, weil ich die Clydesdales komplett bescheuert finde. Sind zwar vom Aussehen her süß, aber vom Reitgefühl gar nicht. Also ich finde es cool, dass sie diese einflechtbare Mähne haben. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Aber vom, wie gesagt, vom Reitgefühl, ich reite schon die Shire Horses nicht unbedingt gerne, aber ich meine, die Clydesdales wären irgendwie nochmal schwerfälliger irgendwie. Oha, ja, das ist natürlich auch toll, wenn das Auto erstmal 5 Minuten laufen muss, bis da irgendwas dann vorwärts geht. Ja, das stimmt, Jana, das stimmt, absolut. Ich möchte nicht mit Facecam streamen. Momentan habe ich da keine Lust drauf. Ja, ich werde das Clydesdale ausleveln, wenn es dran ist, weil ich definitiv alle Pferde ausleveln möchte, die ich habe. Aber ich werde es danach wahrscheinlich nicht mehr großartig reiten. Nein, ich habe keine festen Tage geplant. Momentan mache ich das eher so, wie ich gerade Zeit und Lust habe. Es wird wahrscheinlich auch häufiger Sims Stranger Will kommen als Star Stable. Weil Star Stable ja auf YouTube sowieso schon kommt, aber Stranger Will nicht, wenn ich nicht streame. Nein, 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 nein. Komm, komm mit, Leonie. Nicht auf der Couch liegen bleiben. Du kannst auch gleich noch wieder auf die Couch. Schwing die Hufe! Nein, ich wusste zum Glück noch nie leichtsinnige Leute aus dem Wasser oder aus dem Dreck fischen. Guck mal, das hatte Stil. Ja, Mavaris und eine große Gangpferderasse wären toll. So Paso Peruano oder Tennessee Walker, Missouri Foxtrotter. Sowas wäre echt richtig cool. Würde ich definitiv feiern. Ich frage mich immer, wie sowas kommt, Karina. Ich frage mich echt immer, wie sowas kommt. Das sind manchmal, es gehen so komische Sachen beim Auto kaputt. Das ist, Oh, bei den Isländern muss ich sagen, da fällt es mir sehr schwer zu sagen, welcher mir da besser gefällt. Der einzige Isländer, der mir tatsächlich nicht so gut gefällt, ist der Schimmel. Den finde ich nicht so hübsch. Oh, oh, du hast Krücken. Warum, was hast du getan, Leonie? Mach doch sowas nicht. Was auch immer du getan hast, damit du, dass du die Krücken bekommen hast. Für die Quest mit den Spinnen, da musst du die ganzen anderen Quests bei Dr. Hayden, nicht Doktor, bei Professor Hayden im Sumpf fertig haben. Dann bekommst du die Spinnen auch. Loots gehen momentan nicht, weil mein OBS irgendwie Loots noch nicht annimmt. Das sieht ganz komisch aus und ich weiß nicht warum. Ja, der Mustang ist auch eine ganz, ganz tolle Rasse in SSO. Ich finde den unheimlich gut vom Körperbau. Ich finde den optisch sehr, sehr schön. Das Buckeln ist auch wirklich schön. Ich finde nur, dass er natürlich durch diese Sonderanimation des Buckelns, dass er dadurch sehr, sehr teuer ist. Aber Mustang möchte ich mir definitiv auf Tiffany auch noch holen. Nein, jetzt bin ich doch noch hängen geblieben. Njohoho. Ich würde sagen, momentan reite ich das neue Jorvik-Schiff. Hallo? Das passiert mir in der letzten Zeit total oft, dass ich springe und in den Boden reinbagge, anstatt abzuspringen. Ganz merkwürdig. Momentan also reite ich das Jorvik'sche Warmblut am liebsten, weil es sehr, sehr süß aussieht und es lässt sich auch sehr gut reiten. Aber es gibt generell viele Rassen, die ich gerne mag. Also ich habe jetzt keine Rasse, wo ich sage, okay, das ist mein All-Time-Favorite. Oh Gott.
Oh, Linali bekommt eine Notfallmaus. Ihr müsst nämlich wissen, die Linali hat nämlich eine, ja, Mausauffangstation quasi. Erzählt sie mir schon mal. Linali hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie da auch so ein bisschen drüber berichtet hat. Jetzt habe ich vergessen abzukürzen. No. Mir geht's gut, Dorothea. Ich hoffe, dir auch. Also ich habe tatsächlich, ich habe nicht weinen müssen, aber ich hatte schon echt einen Kloß im Hals. Also das war, es kam vor allen Dingen, es kam auch super unerwartet. Oh, Cherrymint ist Level 14.